des Jahresberichts 2021 der Werbeauftragten. Und für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Das Wort hat zunächst die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Eva Högel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der entsetzliche Krieg in der Ukraine verändert alles. Für die Soldatinnen und Soldaten bedeutet es, dass es ernst werden kann, dass es schnell gehen muss und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Die Bündnis- und Landesverteidigung, die seit 2014 höchste Priorität hat, wird jetzt sehr konkret. Und unsere Soldatinnen und Soldaten reagieren darauf mit hoher Professionalität und mit großer Ernsthaftigkeit. Und zudem wird deutlich, wofür wir die Bundeswehr haben und warum wir sie brauchen. Unsere Soldatinnen und Soldaten verteidigen Frieden, Freiheit, Demokratie und Sicherheit. Und deswegen sage ich ganz herzlich Dankeschön an 184.000 Soldatinnen und Soldaten, die jeden Tag hochmotiviert, engagiert, pflichtbewusst ihren Dienst leisten. Der Jahresbericht enthält immer das ganze Soldatenleben, von Ausbildung bis Zulagen. Ich habe im Jahresbericht 2021 auch neue Themen beschrieben, nämlich den Klimawandel und das Thema Sport. Denn auch beim Klimawandel trägt die Bundeswehr eine ganze Menge dazu bei. Sie ist in Bereichen auch Vorreiterin. Und Sport beschäftigt die Bundeswehr nicht nur im Jahr der Olympischen Spiele, sondern auch jeden Tag. Und da gibt es auch noch viel zu tun. Der Jahresbericht listet immer Mängel, Fehler, Versäumnisse auf. Und im besten Fall ist er eine Grundlage für Verbesserungen, die das Ministerium auf den Weg bringt und natürlich der Deutsche Bundestag. Ich habe mir aber auch vorgenommen, und das ist auch in diesem Jahresbericht wieder der Fall, gute Beispiele aufzuzählen, Dinge zu erwähnen, auf die wir stolz sein können, die erreicht wurden und die auf gutem Weg sind. Wir bearbeiten im Amt der Werbeauftragten im Jahr 4.000 Vorgänge. Im Jahr 2021 waren das 2.606 individuelle Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Ich habe 60 Truppenbesuche absolvieren können, und ich bin wirklich dankbar, dass ich trotz Corona viele Gespräche führen konnte und dass ich 2021 auch endlich in die Einsatzgebiete reisen konnte. Nach Litauen, nach Mali und nach Niger. Und ich bin gerade erst in Jordanien und im Irak gewesen. Und an dieser Stelle, liebe Abgeordnete, möchte ich ganz herzlich dem Amt der Werbeauftragten danken. 64 Kolleginnen und Kollegen bearbeiten die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten mit Erfahrung, mit Sorgfalt, mit Engagement und mit viel Herzblut. Und 6 der Kolleginnen und Kollegen sind heute hier, und Ihnen danke ich stellvertretend sehr herzlich. Ich habe gesagt, 2021 war das Jahr der Bundeswehr, denn die Truppe hat gezeigt, was sie kann. Bei der Amtshilfe oder beim Ende des Afghanistan-Einsatzes, die Bundeswehr war da, wo sie gebraucht wurde, professionell und zuverlässig. Und die Bundeswehr ist jetzt so gefordert wie nie. Und deshalb brauchen unsere Soldatinnen und Soldaten beste Rahmenbedingungen. Das betrifft Material, Personal und Infrastruktur. Und ich begrüße deshalb ausdrücklich das geplante 100 Milliarden Euro Sondervermögen und die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. Das sind in schweren Zeiten gute Nachrichten für die Bundeswehr. Diese Mittel sollen genutzt werden, um die volle Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Damit kann finanziert werden, was in der Bundeswehr dringend benötigt wird. Und ich sage ganz deutlich, Priorität sollte vor allem die persönliche Ausstattung sein. Helme, Schutzwesten, Bekleidung, Rucksäcke. Und ich freue mich deshalb, dass der Bundestag dafür bereits 2,4 Milliarden Euro bereitstellt, damit mehr und schneller beschafft werden kann. Denn das Geld, liebe Abgeordnete, muss schnell und vollständig in der Truppe ankommen. Und dazu müssen
Dazu müssen auch die Prozesse beschleunigt werden. Auch die 100 Milliarden Euro können nicht in den hergebrachten Verfahren ausgegeben werden. Das Vergaberecht muss vereinfacht werden, und wir brauchen in der Bundeswehr weniger Bürokratie. Beim Material ist noch einiges zu tun. Selbst in den Einsätzen ist nicht alles da, was Soldatinnen und Soldaten für ihren Auftrag brauchen. Das betrifft die Ausstattung genauso wie das große Gerät. Und der Grundsatz Train as you fight, von Ausbildung über Übung bis zum Einsatz, der kann leider nicht gewährleistet sein. Und wenn deshalb das große Gerät zu 77% einsatzbereit ist im Jahr 2021, dann ist das zwar eine kleine Verbesserung über die Jahre, aber das reicht noch lange nicht aus und ist noch nicht genug. Beim Thema Personal möchte ich positiv hervorheben, dass es gelungen ist, trotz Corona, und das ist eine wirkliche Leistung der Bundeswehr, den Personalbestand auf demselben Niveau zu halten. 183.695 Soldatinnen und Soldaten im Jahr 2021, davon 26.606 Frauen, das sind 12,85%. Ich habe das Thema Frauen im Jahresbericht hervorgehoben, weil wir nämlich 2021 20 Jahre Frauen in allen Teilen der Bundeswehr hatten. Das ist ein Erfolg. Ich verbinde das mit der Forderung, wir brauchen mehr Frauen in der Bundeswehr. 12,85% reicht noch nicht aus. Und wir brauchen vor allen Dingen mehr Frauen in Führungspositionen. Das ganze Thema Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalbindung ist eine enorme Aufgabe für die Bundeswehr. Und deswegen muss sie gute Angebote machen. Sie muss aber auch ein realistisches Bild zeigen. Denn Soldat, Soldatin zu sein, ist kein normaler Job. Und darauf muss die Personalgewinnung auch deutlich Rücksicht nehmen. Mich beschäftigt sehr das Thema Infrastruktur. Wir haben einen Investitionsbedarf bis 2034 von 19 Milliarden Euro, und die Bauverwaltungen der Bundesländer schaffen alle zusammen pro Jahr 1 Milliarde. Das heißt, wir haben einen gewaltigen Investitionsstau. Und wenn ich in den Kasernen bin, dann muss ich sagen, der Zustand der Unterkunftsgebäude, der Sportplätze, der Schwimmhallen, der Truppenküchen ist nicht akzeptabel. Da muss etwas passieren. Seit 2021 stand auch im Licht des Ende des Afghanistan-Einsatzes fast 20 Jahre Afghanistan-Einsatz. 93.000 Soldatinnen und Soldaten waren dort im Einsatz. 59 haben ihr Leben verloren. Viele sind verwundet an Körper und Seele zurückgekommen. Dieser Einsatz hat die Bundeswehr verändert, und deswegen ist es so wichtig, dass er aufgearbeitet wird. Und ich hoffe sehr, dass die Enquete-Kommission bald eingesetzt wird, denn die Soldatinnen und Soldaten erwarten das, dass dieser Einsatz aufgearbeitet wird. Und es ist auch wichtig, meine Damen und Herren, für künftige und laufende Einsätze. Es muss klar sein, mit welchen Zielen geht die Bundeswehr in die Einsätze, in welchen Teilen der Welt, mit welchen Partnern, mit welchen Mitteln, in welchem Umfang und zu welcher Dauer. Das wollen die Soldatinnen und Soldaten geklärt wissen. Ich habe mich seit Amtsantritt sehr intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus befasst. Rechtsextremismus ist eine Gefahr in unserer Gesellschaft und deswegen auch ein Thema in der Bundeswehr. Es gibt mehr Fälle von Rechtsextremismus. Ich will Ihnen aber ganz deutlich sagen, es gibt eine gestiegene Sensibilität, und es gibt dadurch auch mehr Meldungen aus der Truppe. Ich beobachte ein konsequentes Vorgehen in der Bundeswehr, und ich habe auch gute Beispiele im Jahresbericht, zum Beispiel nach den Vorgängen in Litauen oder den Ereignissen beim Wachbataillon ist zügig gehandelt worden. Und ich will Ihnen auch sagen, dass ich der Auffassung bin, dass auch die Spezialkräfte des Heeres, das KSK in Calw, auf einem guten Weg ist. Corona beschäftigt und belastet die Truppe, und das stelle ich im Jahresbericht auch dar. Es hat die volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr verzögert, auch die Vorbereitung der NRF-Kräfte. Und deswegen ist es gut und richtig, dass die Amtshilfe jetzt geendet ist. Wir hatten 2021 bis zu 19.000 Soldatinnen und Soldaten zur Hochzeit zeitgleich im Amtshilfeeinsatz. Das war eine grandiose Leistung, und wir mögen uns nicht vorstellen, wie das in der Pandemiebekämpfung gewesen wäre ohne die Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten. Aber, meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat andere Aufgaben. Die Amtshilfe ist subsidiär und für die Krise, und deswegen ist es gut, dass das jetzt geendet ist.
Ich ende mit dem Thema Wahrnehmung in der Gesellschaft. Es gibt jetzt eine hohe Aufmerksamkeit auf die Bundeswehr. Das tut den Soldatinnen und Soldaten gut. Aber ich will noch mal sagen, unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Dank. Aber sie brauchen vor allen Dingen ganz viel Interesse aus der Gesellschaft und auch hier aus dem Deutschen Bundestag. Der Bundestag hat Verantwortung für die Bundeswehr. Und deswegen freue ich mich in der nächsten Zeit auf viele gute Beschlüsse und Entscheidungen hier im Bundestag zur Stärkung und zur Unterstützung unserer Soldatinnen und Soldaten. Herzlichen Dank. Bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich Ihnen, Frau Dr. Högel, noch mal im Namen des ganzen Hauses als Werbeauftragte für diesen vorgelegten Bericht danken und natürlich auch Ihrem Team und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Herzlichen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache, und das Wort hat zuerst die Bundesministerin Christine Lambrecht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, lieber Eva Högel, für einen Bericht, der die Mängel in unserer Bundeswehr klar beim Namen nennt, im Großen wie im Kleinen. Dafür herzliches Dankeschön. Wir sind darauf angewiesen, zu wissen, wo es denn wirklich hakt in der Truppe, wo es denn im Großen und im Kleinen fehlt und wo wir dann aber auch gegensteuern können. Denn nur der Bericht alleine hilft ja nichts, sondern Handeln ist gefragt, mehr denn je. In der aktuellen Situation, wir sehen jeden Tag, wie die Grausamkeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, und wir können heute noch nicht sagen, wie weit Putin seinen Großmachtswahn treibt. Und deswegen war es noch nie so wichtig in der Geschichte unseres wiedervereinigten Landes, wehrhaft zu sein. Und das heißt, wir brauchen eine voll ausgestattete und einsatzbereite Bundeswehr, die uns und unsere Bündnispartner schützt. Und der Jahresbericht hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. Dieser 63. Jahresbericht stellt ganz klar fest, die Frauen und Männer der Bundeswehr haben auch 2021 ihre Leistungsfähigkeit, ihre Professionalität und Verlässlichkeit unter Beweis gestellt. Und dafür gilt ihnen unser aller Dank und Respekt. Gleichzeitig aber legt der Bericht große, erhebliche Probleme offen. Und er macht auch sehr deutlich, wo diese Baustellen sind. Es besteht ein massiver Investitionsbedarf von der persönlichen Ausbildung über Großgerät bis hin zur Infrastruktur. Und deswegen ist das 100 Milliarden Sondervermögen für unsere Bundeswehr so entscheidend. Wir sind nach den vielen Jahren des Mangels auf diesen Booster dringend angewiesen, um die materielle Einsatzbereitschaft schnell und nachhaltig zu erhöhen. Eine erste wichtige und von der Werbeauftragten zu Recht deutlich angemahnte Verbesserung haben wir bereits auf den Weg gebracht. Wir statten die gesamte aktive Truppe bis 2025 mit dem vollen Umfang an persönlicher Einsatzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung aus und damit 6 Jahre früher als geplant. Das war nämlich erst für 2031 für die gesamte Truppe geplant. Und es ist gelungen, und da möchte ich ein herzliches Dankeschön auch an die Haushaltspolitiker sagen, dass es jetzt gelungen ist, das vorzuziehen und dass wir alle Möglichkeiten genutzt haben, bei den Verträgen, die bestehen, das vorzuziehen. Die berühmt-berüchtigte Lochkoppel in der Truppe verschrien und ein Dauerbrenner in den Wehrberichten gehört damit bald endlich der Vergangenheit an. Und wie gesagt, ein großer Dank an die Abgeordneten des Haushaltsausschusses. Ich weiß, das war sehr kurzfristig, wie ich mit dieser Vorlage in den Ausschuss gegangen bin. Aber mir war es wichtig, alle Möglichkeiten auszunutzen, die es vertraglich gab, jetzt schnell zu agieren. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen im Mittelpunkt. Und für ihre Schutzausrüstung müssen wir entsprechend handeln. Damit haben Sie trotz vorläufiger Haushaltsführung und ohne viel Papier diese wichtige Verbesserung möglich gemacht. Und Sie haben zum Ausdruck gebracht, wir tun alles, was für den bestmöglichsten Schutz und die bestmögliche Ausrüstung unserer Parlamentsarmee nötig ist. Das ist aber erst der Anfang. Die Drohnenbewaffnung ist bereits beschlossen
und wird umgesetzt. Zu den F-35-Kampfflugzeugen führen wir Vertragsverhandlungen mit unseren amerikanischen Freunden. Und die Entscheidung für den schweren Transporthubschrauber steht kurz bevor. Und das macht deutlich, wir schaffen eine Bundeswehr, die deutlich leistungsfähiger sein wird als heute. Und dafür brauchen wir jetzt das Sondervermögen. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur um die Unterfinanzierung, denn die alleine steht einer besseren Bundeswehr nicht im Wege. Aber das macht der Wehrbericht auch sehr deutlich. Und ich will anhand von zwei Punkten, ich bin Ihnen da sehr dankbar, Frau Wehrbeauftragte, dass Sie diese auch so deutlich angesprochen haben, an zwei Punkten deutlich machen, was wir auch verändern müssen. Und das ist beileibe kein Kleinkram, wie das von manch Ewiggestrigen so angeführt wird. Diese zwei Punkte treffen grundlegende Werte und damit den inneren Zusammenhalt in der Truppe und machen die entscheiden über die Attraktivität unserer Bundeswehr für guten Nachwuchs. Beides von grundlegender Bedeutung für unsere Verteidigungsfähigkeit. Der erste Punkt ist das Thema Frauen in der Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte hat es beschrieben, seit zwei Jahrzehnten stehen Ihnen alle Laufbahnen offen. Dennoch liegt der Anteil der Soldatinnen in der Truppe bei nur etwas mehr als 12%. Und das ist klar zu wenig. Denn Vielfalt in all ihren Dimensionen ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Sie bietet auch einen ganz klaren praktischen Mehrwert. Denn Studien zeigen, diverse Teams sind leistungsfähiger und erfolgreicher und diverse Arbeitgeber sind sehr viel gefragter. Und deswegen fördern wir auch gezielt weibliche Talente durch entsprechende Programme. Und wir untersuchen unser Personalmanagement laufend auf systematische Barrieren, gerade auch was Frauen in Führungspositionen betrifft. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich sage aber auch, da können wir noch deutlich besser werden und da werden wir noch deutlich besser. Und Gleiches gilt für den zweiten Punkt, der ebenfalls kein Kleinkram ist, und zwar der Umgang mit Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Die Anzahl der Verdachtsfälle ist 2021 weiter gestiegen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein, dass die Sensibilität für dieses Thema gestiegen ist. Vor allem aber ist es auch ein Zeichen dafür, dass es immer noch in unseren Reihen zu viele gibt, die die Werte mit Füßen treten, für die sie ihren Eid geschworen haben. Und das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Weder für den Dienstherrn noch für die überwältigende Mehrheit der Kameradinnen und Kameraden, die fest zu unserer Verfassungsordnung stehen und deren Ansehen durch diese Vorfälle beschädigt wird. Und deswegen ist es nicht hinnehmbar, und wir müssen konsequent dagegen vorgehen. Und wir treten allen nationalistischen, rassistischen und völkischen Ideen entschieden entgegen und werden das weiter konsequent verfolgen. Meine Damen und Herren, die Wehrbeauftragte stellt in ihrem Jahresbericht 2021 fest, unsere Soldatinnen und Soldaten garantieren Frieden, Freiheit und Sicherheit. 2021 wie 2022. Damit das auch in Zukunft gilt, müssen wir jetzt die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Die Frauen und Männer in der Bundeswehr sind froh, die Wehrbeauftragte an ihrer Seite zu wissen. Sie sind aber auch froh, Abgeordnete des Bundestages an ihrer Seite zu wissen, die bereit sind, ihrer Parlamentsarmee bestmöglich auszustatten. Und bei der Entscheidung über das Sondervermögen können Sie alle dafür ein klares Zeichen setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Kerstin Vierecke. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr geehrte Angehörige der Bundeswehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. In den letzten 63 Tagen haben wir hier im Bundestag so oft und intensiv über die Bundeswehr gesprochen wie schon lange nicht mehr. Das ist auch gut so, denn wir als Parlamentarier haben unseren Soldatinnen und Soldaten gegenüber eine besondere Verantwortung. Lippenbekenntnisse und große Ankündigungen reichen nicht. Taten müssen zählen.
Jahr für Jahr zeigt der Bericht der Wehrbeauftragten schonungslos den Ist-Zustand der Bundeswehr auf. Er hält schwarz auf weiß fest, wie es wirklich um die Truppe steht. Ihr Bericht, Frau Dr. Högel, dient uns allen als wertvolle Einordnung. Und hierfür danke ich Ihnen sowie Ihrem gesamten Team. Auf 176 Seiten werden viele Themen angerissen, zahlreiche davon wie zum Beispiel finanzielle Ausstattung der Bundeswehr, die ausbaufähige Einsatzbereitschaft und mangelnde Infrastruktur haben wir in den letzten Wochen hier im Parlament bereits intensiv diskutiert. Die heutige Debatte gibt uns folglich die Möglichkeit, die Themen anzusprechen, welche in der letzten Zeit zu kurz gekommen, aber nicht minder wichtig sind. Aber lassen Sie mich vorher anmerken, auch wenn die Regierungsparteien der Union Untätigkeit in den letzten Legislaturperioden vorwerfen, die 2015 angestoßenen Trendwenden zeigen schon länger erste Erfolge. Wir waren auf einem guten Weg und die Weichen wurden richtig gestellt. Doch die sicherheitspolitische Rahmenlage hat sich grundlegend verändert. Und deshalb muss dieser Kurs nicht nur konsequent und zielgerichtet weiterverfolgt werden, sondern bedrohungsgerecht intensiviert werden. Genau deshalb ist es unerlässlich, dass die Bundesregierung die angekündigte Zeitenwende durchzieht und konsequent umsetzt. Doch Signale aus der Koalition zeichnen ein anderes Bild. Der zweite Regierungsentwurf für den Einzelplan 14, die stagnierende mittelfristige Finanzlinie für denselbigen, die Infragestellung der Zweckgebundenheit des Sondervermögens und letztlich auch der Hickhack-Kurs der Regierung bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sind hierfür nur einige Beispiele. Selbst ein neutraler Beobachter würde zur Schlussfolgerung kommen, dass die Zeitenwende leider immer noch nicht in den Köpfen aller Kollegen in der Ampelkoalition angekommen ist. Es ist immer wieder beeindruckend, was unsere Soldatinnen und Soldaten aller geschilderten Widrigkeiten zu Trotz geleistet haben und weiterhin tagtäglich leisten. Das Engagement unserer Bundeswehr war im Berichtsjahr 2021 so vielfältig wie selten zuvor. Dazu zählen unter anderem die erfolgreiche Evakuierung von insgesamt 5.347 Personen vom Kabuler Flughafen. Über 17 Millionen abgeleistete Arbeitsstunden von Soldatinnen und Reservistinnen und sowie Soldaten und Reservisten im Rahmen der Corona-Amtshilfe. Sowie die unverzüglich erfolgten Einsätze in den vom Jahrhunderthochwasser betroffenen Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Noch nie war die Bundeswehr so sichtbar wie im vergangenen Jahr. Erneut hat uns die Bundeswehr bewiesen, dass wir uns stets auf sie verlassen können. Dies ist auch in der breiten Gesellschaft so wahrgenommen worden. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Verwerfungen im sicherheitspolitischen Gefüge haben zur Folge, dass wir von jedem einzelnen unserer Soldaten in den kommenden Jahren noch mehr verlangen werden müssen, als wir es ohnehin schon tun. Eine einsatzbereite und kaltstartfähige Bundeswehr benötigt aber nicht nur moderne Ausstattung und Material. Besonders in der jetzigen Situation müssen wir alle darauf achten, dass wir die Lebenswirklichkeit und die sozialen Belange unserer Soldatinnen und Soldaten in unseren parlamentarischen Debatten nicht zu kurz kommen lassen. Denn auch die Verteidigungspolitik hat eine soziale Dimension. Viele mögen Soldatin bzw. Soldat nicht einfach nur als Beruf ansehen, sondern als Berufung. Unabhängig von dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung sind unsere Frauen und Männer in Uniform Menschen mit ihrer ganz eigenen Lebenswirklichkeit. Ob diese geprägt ist von Lebenspartnerschaften, dem Eheleben, Kindern oder sonstigen Faktoren, spielt eigentlich keine Rolle. Der Dienst in der Bundeswehr hat nicht nur einen prägenden Einfluss auf die Lebensumstände jeder Soldatin und jedes Soldaten, sondern auch auf deren unmittelbares Umfeld und auch Angehörige. Jedes uniformierte Mitglied der Bundeswehr sowie dessen Angehörige sind sich bewusst, wie geladen das Spannungsfeld zwischen Familie und Dienst ist. Die für die Landes- und Bundesverteidigung so wichtige Kaltstartfähigkeit wird dieses Spannungsfeld noch verstärken.
Planbare Auslandseinsätze, die durch eine lange Vorlaufzeit um Vorkehrungen für die eigene Abwesenheit ermöglichen, sind eben genau das Gegenteil von Kaltstartfähigkeit. Hier reden wir über die nicht planbare kurzfristige Mobilisierung und Verlegung von tausenden Soldaten auf unbestimmte Zeit mit sehr kurzer Vorwarnzeit. Die Betreuungs- und Fürsorgeangebote für Angehörige von Bundeswehrsoldaten sind gut, aber nicht im Ansatz für solche Größenordnungen ausgelegt. Was bedeutet das konkret? Was bedeutet das für die Offizierin, die zu Hause ihren Vater pflegt? Was bedeutet das für den Feldwebel, dessen zwei Kinder noch intensiv betreut werden müssen und dessen Frau voll berufstätig ist? Und das sind nur zwei von rund 184.000 uniformierten Bundeswehrangehörigen, für die wir eine Antwort haben müssen. Es muss über den materiellen Aspekt der Einsatzbereitschaft hinaus auch immer der personelle Aspekt der Einsatzbereitschaft mitgedacht werden. Dazu gehört nicht nur Betreuung und Fürsorge im Einsatzland, sondern auch für die im Heimatland befindlichen Angehörigen und Familien. Dies ist keinesfalls nur für den momentanen Personalbestand der Bundeswehr von Relevanz, sondern wird sich auch maßgeblich auf die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber für das dringend benötigte, neu anzuwerbende Personal auswirken. Wenn wir mehr von unseren Soldatinnen und Soldaten jetzt und in der Zukunft verlangen werden, dann ist es unabdingbar, dass wir auch bessere soziale Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie ihren Dienst entsprechend ausüben können. Auch aus diesen Gründen sind wir als Union davon überzeugt, dass eine nachhaltige und dauerhafte Erhöhung des Einzelplans 14 zusätzlich zum Sondervermögen dringend notwendig ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen in Gesamtkonzepten denken. Das heißt, die weniger offensichtlichen Implikationen des eingeschlagenen Weges zu berücksichtigen und adäquat zu adressieren. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Merle Spellerberg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Dr. Högel, liebe Kolleginnen. 2021 war das Jahr der Bundeswehr. Sie haben es gerade selber noch mal gesagt, wie Sie es im Bericht geschrieben haben, für den ich Ihnen herzlich danken möchte. Und ein Jahr, das nicht nur für die Gesellschaft, sondern eben auch für die Bundeswehr enorme Herausforderungen mit sich gebracht hat. Zum einen Covid. Die Unterstützung der Bundeswehr bei der Bekämpfung der Pandemie war außerordentlich. Der Truppe gilt hier mein großer Dank. Nun aber sollte sich die Bundeswehr auch wieder auf ihren Kernauftrag zurückbesinnen können. Zum anderen, auch das wurde schon angesprochen, Afghanistan. Nach 20 Jahren vor Ort haben wir unseren militärischen Einsatz dort beendet. Auch hier bedanke ich mich bei allen Angehörigen der Bundeswehr, die dort eine gute Arbeit geleistet haben. Und die Ziele wurden nicht erreicht, aber die Verantwortung dafür liegt in der Politik, auch in diesem Haus. Die Enquete-Kommission und deren Verantwortung wurde auch angesprochen. Aber eines ist 2021 auch gleich geblieben. Der Bericht der Werbeauftragten zitiert zum Teil Chancen, doch in großer Masse ist es eher eine Mängelliste und eine Aufzählung von Lücken, von Fragen und von Problemen. Und als Abgeordnete eines Landes mit einer Parlamentsarmee sind meine Ziele folgendes: eine vollumfängliche persönliche Schutzausrüstung für die Soldatinnen, eine angemessene Unterbringung und Versorgung, die härteste Bekämpfung von Rechtsextremismus und Gleichberechtigung in den Streitkräften. Und um die Herausforderungen auf dem Weg dahin deutlich zu machen, möchte ich einige Zahlen aus dem Bericht hervorheben. 4,7 Milliarden Euro, so viel wurde durch die letzte Bundesregierung in Bau- und in Sanierungsmaßnahmen verwendet. Aber die Werbeauftragte bescheinigt den Unterkünften, den Sanitäreinrichtungen, den Truppenküchen und Sportplätzen dennoch einen zum Teil desolaten Zustand. Und bei diesen Anlagen, liebe Kolleginnen, handelt es sich ja nicht um Luxusräume, sondern eben die grundlegendsten Einrichtungen für unsere Soldatinnen.
Und unser Ziel ist es, Planungsvorgänge entsprechend zu beschleunigen, den Bau neuer und die Sanierung alter Einrichtungen eine höhere Priorität zukommen zu lassen. Und eine weitere Sache hat sich nicht wirklich geändert. Beschaffungsprozesse sind unflexibel, langwierig und nicht ausreichend bedarfsorientiert. Und dadurch ergeben sich teilweise extreme Defizite in der materiellen Ausstattung der Truppe. Und wir fordern, wie die Werbeauftragte, dass den Soldatinnen gerade, aber nicht nur im Einsatz, eben die bestmöglichste Ausrüstung zusteht. Und um dem zu entsprechen, hat die jetzige Bundesregierung erste Maßnahmen getroffen, um diese vernünftige Ausstattung zu gewährleisten, zu ermöglichen. Und mit dem Sondervermögen wollen wir dies unter anderem fortführen. Eine weitere Zahl. 1.581 Soldatinnen leiden bekannterweise bis Ende letzten Jahres unter Einsatzfolgen, unter körperlichen und seelischen Folgen von Auslandseinsätzen. Und hier ist anzuerkennen, dass es bereits Fortschritte gab, zum Beispiel durch das Einsatzweiterverwendungsgesetz. Aber gerade zum Beispiel bei der Wiedereingliederung von Soldatinnen in den Dienst bleiben weiterhin viele Hürden bestehen. Und unser Ziel ist es, auch darüber hinaus, dass jede Soldatin, jeder Soldat angemessen versorgt und betreut wird. Zur nächsten Zahl. 589. So viele Fälle von rechtsextremem Verhalten wurden vom militärischen Abschirmdienst gemeldet. Und das ist eine deutliche Zunahme, auch bei gestiegener Sensibilität. Und für uns ist ganz klar, der Großteil unserer Soldatinnen steht ganz fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Sie verteidigen die Werte der Verfassung und schützen unsere Freiheit. Doch die steigende Zahl an Rechtsextremen und ReichsbürgerInnen ist mehr als besorgniserregend. Und noch immer werden solche Fälle von einigen als Einzelfälle abgetan und verharmlost. Das kann und darf nicht sein. Es braucht weiter eine höhere Sensibilisierung, eine bessere Prävention durch gute politische Bildung und das klare Bekenntnis zur inneren Führung. Rechtsextreme haben in der Bundeswehr nichts zu suchen. Und zur letzten Zahl, 12. Das ist der prozentuale Anteil der Frauen in der Bundeswehr. Auch das wurde gerade schon angesprochen. Auch 20 Jahre nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Gleichstellung von Frauen und Männern noch nicht überall in den Streitkräften selbstverständlich. Auch das muss sich ändern. Vor 2 Tagen haben wir genau hier über das Sondervermögen zur Landes- und Bündnisverteidigung debattiert. Es lässt sich also bereits absehen, dass die Bundeswehr auch in diesem Jahr, in 2022, eine überaus relevante Rolle spielen wird. Der Krieg in der Ukraine und die veränderte Sicherheitslage in Europa und der Welt werden auch die Bundeswehr prägen. Und das Ziel der Bundesrepublik bleibt es, in Europa und international dazu beizutragen, Frieden zu schaffen. Und dazu brauchen wir auch Sicherheit. Und genau dazu kann eben die Bundeswehr ihren Teil beitragen. Und jetzt ist es eben an uns als Deutschen Bundestag, die Voraussetzungen weiter dafür zu schaffen, dass die Bundeswehr für die Krisen von heute, aber eben auch für die Krisen von morgen gut aufgestellt ist. Dankeschön. Nächster Redner für die Fraktion der AfD, Hannes Gnauk. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Eingang des Wehrberichts 2021 heißt es, die Bundeswehr würde bei der Amtshilfe zeigen, was sie könne. Und schon hier zeigt sich das krude Verhältnis der etablierten Politik zur Bundeswehr. Unsere Soldaten sind Soldaten. Sie sind keine Aushilfskräfte für Privatdienstleister und keine Lückenfüller für die Pflege oder andere Sektoren, in denen ihre Politik versagt. Meine Damen und Herren, es ist Ihnen vielleicht in den letzten Wochen wieder vor Augen geführt worden, die Kernaufgabe der Bundeswehr ist die Landesverteidigung. Die Truppe beweist nicht beim Aushelfen in fremden Bereichen, was sie kann, sondern im militärischen Regelbetrieb, im täglichen Kasernendienst, auf den zahlreichen Übungen, ebenso wie im Auslandseinsatz. Dass Sie die Bundeswehr seit Ewigkeiten aber eben nicht wie eine ernstzunehmende Armee behandeln, spiegelt sich auch in diesem Wehrbericht wieder. Zu wenig Material, zu wenig Personal, veraltete Strukturen. Gleich auf Seite 8 heißt es, Zitat,
kein Truppenbesuch und kein Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten, in dem mir nicht von Mängeln berichtet wird. Und auch ich kann aus meiner aktiven Dienstzeit daraus ausführlich berichten. Wir haben in den letzten Wochen viel von Großgerät gesprochen, doch fangen wir doch beim Elementarsten an, bei der persönlichen Ausrüstung des Soldaten. Fragen Sie doch mal einen erfahrenen Mannschaftsdienstgrad oder Portopee-Unteroffizier, was dieser so in seiner Dienstzeit an eigenem Geld in privat beschaffte Ausrüstung investiert hat. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Sie erhalten als Antwort einen mittleren vierstelligen Betrag. Und das, meine Damen und Herren, ist beschämend. Das kann doch nicht der Anspruch einer professionellen Armee sein. Zwei Beispiele aus der Praxis. Erstens, die dienstlich gelieferten Schießhandschuhe sind in der Regel zu groß. Insbesondere am Zeigefinger ist die Passform eine Katastrophe. Und deswegen schneiden viele Soldaten das Innenfutter heraus. Mit diesen Handschuhen ist es für jeden Soldaten nahezu unmöglich, morgens um 7 auf der Schießbahn bei Minusgraden das 80-20-Verfahren sauber durchführen zu können. Für die vaterlandskritischen Kräfte hier aus der linken Ecke, man spannt den Hahn bei der Pistole bei diesem Verfahren zu 80% vor und lässt dann die verbleibenden 20% den Schuss alleine kommen, sollte man wissen. Zweitens, das veraltete Lochkoppelsystem. Meine Damen und Herren, es wäre wirklich schön, wenn unsere Soldaten sich nicht selbst funktionsfähige Kampfwesten oder Plattenträger besorgen müssten, weil sie auf ein Tragkonzept angewiesen sind, das älter ist als der Kalte Krieg. Eine Weste, mit der man im Inland trainieren kann und mit welcher man gegebenenfalls in den Auslandseinsatz verlegt, das benötigen unsere Männer und Frauen, bevor man Milliarden deutsches Steuergeld für Großgerät ausgibt, für das kein Konzept vorliegt und wo nicht klar ist, ob diese Systeme kompatibel sind. Und woher man sie überhaupt nehmen soll, sollte man doch lieber bei der persönlichen Ausrüstung des Soldaten anfangen. Frau Strack-Zimmermann, da können Sie gerne zwischenrufen. Ich weiß, Ihnen gefällt das, wenn hier ein schneidiger Unteroffizier eine heroische Rede hält. Und neues Gerät allein kann den Menschen nicht ersetzen, den Menschen, der für sein Vaterland zu bluten bereit ist. Bei einem meiner letzten Truppenbesuche stellte ich in einem Kampfbataillon fest, dass nur 60% der Feldwebelstellen besetzt sind. Meine Damen und Herren, so kann doch eine Armee nicht funktionieren. Und als ehemaliger Personaler sage ich Ihnen jetzt auch, woran das liegt. Die Stellenbesetzung vom Bundesamt für Personalmanagement muss wahrheitsgetreu abgebildet werden, was in der Praxis nicht immer der Fall ist. Weiterhin müssen die Einplaner im Karrierecenter zu den Soldaten ehrlich sein. Denn die meisten Feldwebel brechen erst ab, nachdem sie die allgemeinmilitärischen Lehrgänge sowie ihre Fachteile absolviert haben und nach 3 Jahren zum ersten Mal in Führungsverantwortung in die Kampftruppe kommen. Man muss die jungen Menschen bereits im Karrierecenter aufklären, was sie dort erwartet. Die Truppe ist nun mal zum Kämpfen da und dazu, unser Vaterland zu verteidigen. Und ja, da kann der Ton auch mal rauer sein, ist ja ähnlich wie hier. Wenn Sie den Beruf des Soldaten allerdings nur mit Geldanreizen attraktiv machen wollen, dann wird dies scheitern. Soldat muss wieder Berufung sein, und dafür muss der Soldat gesellschaftlich wieder mit mehr Ehre, Anstand, Stärke und Status assoziiert werden. Aber das ist natürlich nicht möglich mit einer Regierung, die sich gegen die toxische Männlichkeit einsetzt. Wie Sie alle nun in Endlosschleife betont haben, zeigt der Krieg in der Ukraine, dass die konventionelle Landesverteidigung eines Nationalstaates auch im 21. Jahrhundert überlebenswichtig ist. Schön, dass Sie dies nun endlich begriffen haben, doch Ihre Einsicht erfolgt viel zu spät. Das beste Beispiel ist die Beschaffung bewaffneter Drohnen. Damit hätten viele Gefallene in Afghanistan verhindert werden können, aber die SPD hat sich über etliche Jahre hinweg dagegen gewehrt. Nach knapp 2 Jahrzehnten GroKo und der Auslandseinsätze mit tausenden Kameraden, die mit körperlichen und seelischen Verletzungen heimgekehrt sind, gibt es immer noch keine Veteranenkultur in der Bundesrepublik. So als gäbe es überhaupt keine Männer und Frauen, die für unser Land gekämpft haben. Herr Gnauk, ja. Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage Nein. oder Bemerkung? Nein, das ist wichtig. Familien, die Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester verloren haben und vielleicht nie wieder so zusammenkommen können wie vor dem Krieg, die von den PTBS betroffenen Soldaten mit nach Hause gebracht haben. Keine Projekte, keine Offensiven zur Verbesserung der Pflege oder Reintegration der Veteranen zurück in die Gesellschaft. Im Wehrbericht dazu nicht mal eine Viertelseite. Zu Gender- und Vielfaltsideologie hingegen mehrere Seiten. Auch das sagt eigentlich bereits alles aus.
Ihre politischen Prioritäten haben nichts mit der Verantwortung für die Soldaten zu tun, die Sie in die Auslandseinsätze schicken, meine Damen und Herren. Das offenbarte sich ganz eindrücklich im Umgang mit dem Truppenabzug aus Afghanistan. Da heißt es auf Seite 15 im Werbericht dazu: Politisch Verantwortliche nahmen nicht an dem Empfang teil, weder Vertreterinnen noch Vertreter der Bundesregierung noch des Deutschen Bundestages. Das war im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Zitat Ende. Und für die nachträgliche Ehrwürdigung unserer Veteranen der Afghanistan-Einsätze wird im Wehrbericht was vorgeschlagen, Frau Dr. Högel? Eine Briefmarke. Mehr nicht. Das wäre angeblich ein schönes Zeichen des Dankes. Wer so mit denjenigen umgeht, die für dieses Land zu sterben bereit sind, kann einfach keine Wehrfähigkeit herstellen. Denn das, meine Damen und Herren, würde eine geistig-moralisch-patriotische Wende bedeuten. Und das wissen Sie und das fürchten Sie. Wenn wir als Nation noch die Wende schaffen wollen, muss das Credo lauten: weniger Klima, Gender und kritische Theorie, mehr trainiere, wie du kämpfst. Mehr Treue und Liebe zum eigenen. Deutsche Tugenden statt linksliberaler Werte, die mit der Realität einer Armee nichts zu tun haben. Es braucht eine Alternative für die Bundeswehr, wo Vaterland an erster Stelle steht und nicht Vielfalt um jeden Preis. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich erstmal den ehemaligen Wehrbeauftragten, Herrn Königshaus, oben auf der Besuchertribüne begrüßen. Vielen Dank, dass Sie der Debatte folgen. Dann habe ich eine Kurzintervention von der Kollegin Strack-Zimmermann. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, das ist eine Frage an den schneidigen Unteroffizier. Oder soll ich sagen, an den schneidigen Unteroffizier AD? Vielleicht, Herr Kollege, weil Sie ja hier sehr stark aufgetreten sind, beeindruckend. Ihre Fraktion hat ja gerade, genau. Können Sie mal diesem Hohen Haus und damit der Öffentlichkeit erklären, ich unterstelle es Ihnen nicht, dass Sie keine Uniform mehr tragen dürfen, dass Sie nicht mehr in die Kaserne rein dürfen. Vielleicht erklären Sie das dem Hohen Hause, dass ein schneidiger Unteroffizier AD den Mut hat, hier so aufzutreten und im Namen der Bundeswehr zu sprechen, die nämlich dieses Land verteidigt. Sind Sie immer noch dabei oder sind Sie nicht dabei, Herr Unteroffizier Schneidig? Herr Genaug, Sie dürfen, wenn Sie möchten, antworten. Frau Strack-Zimmermann, vielen Dank für die Zwischenfrage, dass ich mich hier auch noch mal erklären kann. Ich merke, die Rede hat Ihnen gefallen und auch mein Auftreten. Noch mal zur Klarstellung: Das AD steht natürlich deswegen hinter meinem Dienstgrad, weil ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde und nicht, weil ich aus der Truppe entlassen wurde. Es gab nie ein gerichtliches Disziplinarverfahren. Es gab lediglich Vorermittlungen. 2 Jahre lang zu einem gerichtlichen Disziplinarverfahren. Dieses wurde nie eröffnet. Deswegen bin ich immer noch Soldat und wurde auch vor Wochen herzlich in meiner alten Kaserne empfangen. Vielen Dank. Es gab einen zweiten Wunsch einer Kurzintervention aus der SPD-Fraktion von Johannes Arndt. So, danke schön, lieber Herr Kollege Gnauk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen als Offizier sagen, der 19 Jahre im Dienst ist, der 7 Auslandseinsätze hinter sich hat, Sie sprechen nicht für die Bundeswehr und nicht für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und mehr ist zu Ihrem Beitrag nicht zu sagen. Herr Gnauk, Sie haben das Wort, wenn Sie antworten möchten. Ich glaube, wir sollten jetzt alle mal wieder ein bisschen runterfahren. Herr Gnauk hat jetzt das Wort. Herr Gnauk hat jetzt auch das Wort und darf antworten.
Ja, Herr Major, erstmal vielen Dank für Ihren langen Dienst in den Streitkräften. Und genauso wie Sie heute gar nicht hier in dieser Debatte sprechen, sprechen Sie alleine für die SPD-Fraktion und ich spreche für die AfD-Fraktion und viele Millionen meiner Wähler. Darauf bin ich sehr stolz. Und ich weiß auch, wie viele Soldaten jetzt zuschauen und vor dem Fernseher applaudieren. Danke. Wir gehen jetzt weiter in der Debatte und als nächster Redner hat das Wort Lars Lindemann für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Dr. Högel. Auch ich möchte Ihnen im Namen meiner Fraktion für Ihre Arbeit danken und bitte Sie darum, das auch an Ihre Mitarbeiter, die heute hier sind, weiterzugeben. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wehrbeauftragte fungiert als Mittler zwischen Parlament und der Bundeswehr zum Schutz der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten, als Hilfsorgan des Deutschen Bundestages, also von uns allen, bei der parlamentarischen Kontrolle der Bundeswehr. Dabei geht es ganz wesentlich in unserem Auftrage um die Stellung und Funktionalität der Bundeswehr in der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Über die auf das Jahr 2021 bezogenen Erkenntnisse und Untersuchungen verhält sich dann auch der heute debattierte Bericht. Liebe Frau Dr. Högel, die Ihnen übertragene Aufgabe ist Ausdruck der ganz besonderen Verantwortung von uns allen hier im Haus gegenüber der Bundeswehr, für deren Fähigkeiten in der Gesamtheit, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten in Ausübung ihres Berufes im Konkreten. Beide Dimensionen sprechen Sie in Ihrem Bericht an. Sie haben darin Unzulänglichkeiten und auch Unzumutbarkeiten deutlich benannt. Ob uns als Parlament es dann immer gelungen ist, auch bei den Berichten der Vorgängerinnen und Vorgänger, immer die richtigen Schlüsse zu ziehen, das müssen wir wohl eingestehen, war nicht immer der Fall. Aber es geht bei einem solchen Eingeständnis, mein lieber Herr Kollege von der AfD, eben nicht darum, dass man lautstark mit dem Finger auf andere zeigt, sondern wir bemühen uns gerade im parlamentarischen Diskurs, diese Unzulänglichkeiten jetzt zu beseitigen. Wissen Sie, es zeichnet einen Demokraten aus, dass er, wenn er etwas erkennt, in der Lage ist, dann eben auch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Nach Ihrem dummen Gequatsche hier kann ich nicht erkennen, dass Sie in der Lage sind, solche Konsequenzen zu ziehen. Aber es kommt etwas anderes hinzu. Der vorgelegte Bericht bezieht sich auf einen Zeitraum und er entstand in seiner schriftlichen Abfassung noch vor dem Bruch der Europäischen Friedensordnung durch einen von Russland begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit dem 24. Februar bekommen wir alle jeden Tag unsere Verletzlichkeit vor Augen geführt und auch die Notwendigkeit einer Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Darum möchte ich nicht auf die im Bericht gut nachlesbaren und detailliert dargestellten Einzelheiten eingehen. Meist sind sie auch länger bekannt. Ich würde gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas anderes hinzufügen. Deutschland ist nicht unmittelbare Kriegspartei. Wir wollen dies weder selbst noch in der NATO als Bündnis werden. Aber der Krieg ist nicht nur geografisch nah. Er bewegt und erschüttert uns alle ganz individuell auf unterschiedliche Art und Weise. Die sichtbaren Auswirkungen des Krieges, wie zum Beispiel die Ankunft und die Unterbringung von Flüchtlingen, das für mich und die überwiegende Mehrheit in diesem Land körperlich spürbare Mitleid mit dem ukrainischen Volk, die verbale, durchaus heftige Debatte um die Frage und den richtigen Weg, ob wir schwere Waffen in die Ukraine liefern, das ganz individuelle, vom Wohlstandsverlust, mit Wohlstandsverlust verbundene Aushalten von Auswirkungen der Sanktionen hier in Deutschland, das alles sind nur zum Glück Vorstufen und nicht vergleichbar mit dem, was für unser Land, was andere aushalten müssen, wenn es Krieg auch für uns hier geben würde. Wir alle hoffen, dass dies bei diesen Vorstufen bleibt. Ob dies tatsächlich so sein wird, kann niemand sagen. Liebe Frau Dr. Högel, es ist darum, in Ihrem nächsten Bericht und in Ihrer Arbeit bis dahin noch viel stärker darauf einzugehen, dass Sie begleiten und kontrollieren und am Ende auch Transparenz dafür schaffen,
ob die von uns in diesen Tagen auf den Weg gebrachten Maßnahmen zur Ertüchtigung unserer Bundeswehr tatsächlich und ganz besonders in der Wahrnehmung der Soldatinnen und Soldaten am Anfang der Berichtskette tatsächlich wirksam werden. Es geht um unsere aller Glaubwürdigkeit dabei gegenüber den Soldatinnen und Soldaten und auch gegenüber unserem Land. Dies ist notwendig, damit unser nun eingeschlagener Weg der beschleunigten und aufwendigen Ertüchtigung der Bundeswehr die Akzeptanz hier im Parlament, aber auch in der deutschen Gesellschaft behält. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, muss ich noch einen Ordnungsruf erteilen. Ich habe vorhin eine Betitelung des Kollegen Genauck gehört aus den Reihen der SPD-Fraktion. Und für diesen Ausdruck, den Sie genannt haben, erteile ich dem, das sage ich Ihnen jetzt, dem Kollegen Christian Petri einen Ordnungsruf. Es ging um den Ausdruck Dummschwätzer. Und wir haben uns hier alle vereinbart, dass wir uns hier nicht gegenseitig mit irgendwelchen Titeln beleidigen. Und insofern rufe ich Sie daher zur Ordnung. Und damit kommen wir wieder zur Debatte. Und als nächstes hat das Wort die Kollegin aus der Fraktion Die Linke, Zeklin Nastić. Guten Morgen, Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren. Auch die Fraktion Die Linke bedankt sich bei der Wehrbeauftragten für den Bericht. Allerdings wirft er auch im Hinblick und in Verbindung mit einigen Aussagen der Wehrbeauftragten einige Fragen auf. Die Bundeswehr ist einsatzbereit, sagte Frau Högel bei der Vorstellung des Berichts. Und das klingt ja erst mal etwas anders als das sonst wiederkehrende Mantra, die Bundeswehr sei schlecht aufgestellt und hätte nicht genügend Geld. In den vergangenen 20 Jahren ist der Wehretat verdoppelt worden von 26,5 auf 52,8 Milliarden. Wenn also etwas schiefläuft, dann liegt es wohl nicht am mangelnden Geld, sondern am völligen Missmanagement der politisch Verantwortlichen, an schlechten Verträgen und fragwürdigen Beraterverträgen. Und Deutschland braucht dringend die 100 Milliarden. Aber nicht für weitere Aufrüstung, sondern für Bildung, für Gesundheit und gute Renten. Das sind unsere besten Waffen. Und Frankreich zeigt ja, dass es geht. Frankreich hat ein ähnliches Militärbudget wie Deutschland, aber da gibt es kein Dauermantra und Lamentieren über die Medien, über Panzer, die nicht gerade ausfahren und Gewehre, die nicht gerade ausschießen. Also sollten endlich die politisch Verantwortlichen beginnen, geradeaus zu denken und aufhören, das Geld der Steuerzahlerinnen zu verschwenden. Und es mutet doch etwas komisch an, ausgerechnet lobend Afghanistan zu erwähnen. Dass das kein Ruhmesblatt war, liegt, weiß Gott, nicht an den Soldatinnen oder Soldaten oder am mangelnden Geld, sondern dieser Fisch stank von Beginn an vom politischen Kopf her. Und einige dieser Köpfe sitzen immer noch in diesen Reihen. Mindestens 185.000 Zivilistinnen wurden in Afghanistan grausam ermordet. Im Land herrscht eine humanitäre Katastrophe und mit den Taliban sind die gleichen Machthaber wieder an der Macht, die angeblich sonst von denen Afghanistan vorher befreit werden sollte. Und warum verschleppen Sie den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan? Frau Högel hat das ja richtigerweise angemerkt, dass er dringend notwendig ist. Und Ihnen als Wehrbeauftragte dürfte ja bekannt sein, dass die Bundeswehr laut Grundgesetz eine Verteidigungsarmee ist. Stattdessen reden Sie aber von Bündnisverteidigung. Die NATO hat sich weder in diesen grausamen Tagen noch in den Jahren zuvor als ein Friedensbündnis erwiesen. Also machen Sie sich nicht von einer Wehrbeauftragten zu einer Werbebeauftragten der Rüstungsindustrie, bitte. Wahren Sie bitte den überparteilichen Charakter einer Wehrbeauftragten und vor allen Dingen den Charakter der Bundeswehr als eine Parlamentsarmee. Und die Linke schließt sich ausdrücklich dem Lob
an diejenigen Soldatinnen und Soldaten an, die Rechtsextremismus nicht in ihren Reihen dulden wollen und Meldung erstatten. Schade, dass es bei der Bundeswehr aber nicht in diesem Hohen Hause geht. Es braucht viel klarere Konsequenzen gegen Rechtsextreme, auch unter den Reservisten. Im vergangenen Jahr wurden 1033 Sachverhalte mit Extremismusbezug innerhalb der Bundeswehr ermittelt. Helfen Sie dringend, Frau Högel, dieses aufzuklären. Wieso steigen die Verdachtsfälle? Wieso gibt es so viele Radikalisierungen unter den Reservisten? Und in welcher Form werden die Dienstvorgesetzten in die Pflicht genommen? Hier ist der Bericht leider noch ziemlich dünn. Meine Damen und Herren, trotz des politischen und des medialen Säbelrasselns haben die Ostermärsche gezeigt, wie wichtig es vielen tausenden Menschen in Deutschland ist, sich für Abrüstung und Frieden auf die Straße zu begeben, dafür zu demonstrieren. Und das war ein gutes Zeichen. Frau Högel, eins war auch das Ihr Anliegen. Ich hoffe, das vergessen Sie nicht. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Falko Drossmann, den ich heute zu seiner ersten Rede ganz herzlich hier im Hause begrüße. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Wehrbeauftragte Dr. Högel, liebe Kolleginnen, auch im Namen der SPD-Bundestagsfraktion den ganz herzlichen Dank für diesen 63. Bericht, den Sie uns vorgelegt haben. Meine Damen und Herren, der uns vorliegende 63. Bericht der Wehrbeauftragten dieses Hauses zeichnet in guter Tradition ein objektives Bild des Zustandes unserer Streitkräfte und unserer Bundeswehrverwaltung. Ein Bild, das frei ist von parteilichen Tendenzen, aber parteiisch ist für unsere Soldatinnen, Soldaten und Zivilbeschäftigten. Wie jede und jeder vorherige Inhaberin dieses wichtigen Amtes hat aber auch Eva Högel ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt. Vor allem begrüße ich die besondere Betrachtung der Situation von Frauen in der Bundeswehr sowie den neuen Schwerpunkt der umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen unserer Truppe. Ihnen, Frau Bundesministerin Lamprecht, danke ich ausdrücklich für die Schlüsse, die Sie aus diesem Bericht gezogen haben. Und ich bin mir sicher, dass Sie diesen Bericht nicht nur als Sachdarstellung, sondern als Arbeitsauftrag verstehen. Denn das ist er. Denn das ist er, ein Arbeitsauftrag. Und so wurde er in den letzten Jahren auch verstanden. Führt man sich die Plenardebatten der letzten Jahre einmal zu Gemüte, finden wir auch den immer wiederkehrenden parlamentarischen Ablauf. Regierungsfraktionen loben das Ministerium, Opposition fordert endlich Konsequenzen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages richtet sich nach meinem Verständnis doch gerade nicht an das Bundesverteidigungsministerium, sondern an uns als Parlament. Es ist doch unsere Aufgabe, und es ist unsere Wehrbeauftragte, die uns über den Zustand, die besonderen Leistungen und Fehlentwicklungen unserer Bundeswehr, unserer Parlamentsarmee berichtet. Ich möchte an dieser Stelle mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, aus dem Plenarprotokoll der 93. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 28. Juni 1955 zitieren. Dort sagt der großartige Sozialdemokrat Erich Ollenhauer nämlich, jede militärische Streitmacht ist nicht nur ein Teil der Exekutive, sondern sie schafft aus ihrem Wesen heraus ein Stück verfassungsrechtlicher Wirklichkeit neben der Exekutive, weil sie nach völlig anderen Grundsätzen aufgebaut ist als die zivile Verwaltung. Und weiter, der demokratische Aufbau und die zivile Verwaltung sind daher nicht garantiert, indem das Militär der Weisungsbefugnis des Verteidigungsministers, der Verteidigungsministerin unterstellt ist und indem es die Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers gegenüber dem Parlament gibt. Die Position der Streitkräfte, sagt Ollenhauer, muss durch direkte Einwirkungsmöglichkeiten des Parlaments gesichert sein. Und meine Damen und Herren, wenn wir den Begriff Parlamentsarmee ernst nehmen, dann ist es doch unsere Aufgabe, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Wie kommt es denn, dass unsere Streitkräfte derzeit in einem Zustand sind, der ein Sondervermögen überhaupt nötig macht? Liegt es nicht auch daran, dass wir es hier in diesem Hause in den letzten Jahren versäumt haben, den Streitkräften einen klaren Auftrag zu geben und sie entsprechend unseres Auftrages auch auszustatten? Wurde nicht stattdessen ohne langfristige Strategie eine Vielzahl von Waffensystemen mit der Folge beschafft, dass wir eine schier unübersichtliche Modellvielfalt haben, alles etwas können, aber viel zu wenig richtig?
Liebe Kolleginnen, wir alle beklagen eine überbordende Bürokratie oder sprechen gar von Managementfehlern in der sogenannten Beschaffung. Aber sind es nicht wir, die die Regeln aufgestellt haben, dass auch noch jede Tube Schuhcreme in einem langen Verfahren öffentlich ausgeschrieben werden muss oder jede Erprobung neuen Materials erst während des Ausschreibungsverfahrens stattfinden darf? Und dann beklagen wir uns über zu lange Bearbeitungszeiten in der Bundeswehr? Sind es nicht wir, die den Bundesländern und Kommunen Personal für Bau und Sanierung militärischer Einrichtungen zur Verfügung stellen, nicht aber überprüfen, wofür dieses Personal tatsächlich eingesetzt wird? Sind es nicht wir, die über das StVG festgelegt haben, dass auch noch jeder Panzer, bei dem ein Blinker nicht richtig blinkt, vorübergehend stillgelegt werden muss? Sind es nicht wir, die zu Recht betroffen und erschrocken die Beispiele von Führungsversagen und Verletzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung lesen und Aufklärung und harte Maßnahmen fordern, ohne dass wir uns fragen, was die Ursachen sind? Wie kann es denn sein, dass eine wachsende Anzahl von Soldatinnen und Soldaten gerade in Führungspositionen das Bild des Staatsbürgers in Uniform hinterfragen und einen Soldaten sui generis fordern oder sich hohe und höchstgestellte Offiziere nach Beendigung ihres Dienstes in rechtsradikalen Gruppen zusammenschließen und mit hoher Pension jene freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, die sie vorher tapfer, also unter Einsatz ihres Lebens, verteidigen sollten? Einige Beispiele finden wir auch auf der rechten Seite des Hauses hier. Sie können dazwischen brüllen, aber ehrlicherweise, ich bin seit mehr als 20 Jahren Offizier und meine Haltung ist glasklar. Wer Funktionär in der AfD ist, ist weder als Offizier noch als Unteroffizier in der Bundeswehr tragbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, es ist die Aufgabe dieses Parlaments, sich um eben diese Fragen zu kümmern, um die Attraktivität des Dienstes, um die Frage, was in Afghanistan falsch gelaufen ist, um die Bezahlung der Soldatinnen und Soldaten, wobei wir uns natürlich darum kümmern müssen, dass die Zulagen aus der Dienstzeit der Soldatinnen auf das Ruhegehalt angerechnet werden, wie dies für andere Uniformträger des Bundes angekündigt wurde, um die Herausforderungen an militärische Führung, die Ausstattung, die unsere Aufträge erst ermöglicht, und die innere Führung, unser Land und unsere Freiheit als mündige StaatsbürgerInnen zu verteidigen. Verteidigen zu können und zu wollen. Liebe Kolleginnen, auch das ist Zeitenwende. Werden wir unserer Verantwortung als Parlament wieder gerecht. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Kollegin Serap Güler. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, zunächst möchte ich Ihnen, Frau Dr. Högel, Ihnen und Ihrem Team danken für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre konstruktive Arbeit, ganz im Sinne unserer Soldatinnen und Soldaten. In Ihrem Jahresbericht 2021 bekommen wir Aufschluss über den Zustand der Bundeswehr sowie auch über die Stimmung und auch über die Missstände in der Truppe. Aber auch in anderer Hinsicht ist der Bericht sehr aufschlussreich. Bereits zu Beginn Ihres Berichtes gehen Sie auf die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar an dieser Stelle ein. Und auch Sie haben ganz offensichtlich den Bundeskanzler genauso verstanden wie der Rest der Bevölkerung. Deutschland wird ab sofort mehr als 2% des Bruttoinlandproduktes in den Verteidigungshaushalt investieren und zusätzlich ein Sondervermögen Bundeswehr in der Höhe von 100 Milliarden Euro aufsetzen. Nachzulesen in dem Bericht der Wehrbeauftragten, lieber Herr Kollege. Aber okay, das soll anders gemeint gewesen sein. Das muss Frau Högel, das muss ich, das muss der Rest der Bevölkerung hier zur Kenntnis nehmen. Und dennoch möchte ich hier klarstellen, dass wir ausdrücklich Ihre Aufforderung, Frau Högel, an dieses Hohe Haus, Ihre Aufforderung unterstützen, den Verteidigungshaushalt deutlich zu erhöhen. Wir müssen dauerhaft mehr als 2% des BIP in die Bundeswehr investieren. Das erwarten unsere Partner, unsere Verbündeten, aber genau das erfordert auch die aktuelle Bedrohungslage. Nur dann wird die auch so groß angekündigte
Zeitenwende wirklich mit Leben gefüllt werden. Denn Ihr Bericht zeigt, das Geld wird dringend gebraucht, gerade für die persönliche Ausstattung und Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten. Und davon konnte ich mich auch letztens im Rahmen eines Besuchs bei unserer Battle Group in Litauen überzeugen. Das muss man an dieser Stelle leider auch ganz offen und ehrlich sagen. Unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort sind diejenigen, die am schlechtesten ausgestattet sind. Und das, obwohl wir dort Führungsnation sind. Das fängt an bei der Bekleidung, geht rüber zu Funkgeräten, sowie aber auch, dass unsere Soldaten nach wie vor die einzigen sind, die in gepanzerten Fahrzeugen mit Karten arbeiten müssen, während andere schon digital unterwegs sind. Und wer dafür verantwortlich ist, lieber Herr Kollege, das haben wir, glaube ich, in den letzten Tagen hier sehr, sehr erörtert. Und klar ist geworden, dass sich hier keiner von dieser Verantwortung freisprechen kann, gerade nicht Ihre Fraktion. Dabei ist es ausdrücklich zu begrüßen, das hat Frau Högel gerade auch schon deutlich gemacht, dass es ausdrücklich zu begrüßen, dass hier in guter Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem Bundestag die 2,4 Milliarden Euro für die Schutzausrüstung und für die Bekleidung jetzt schnell und flexibel bereitgestellt werden. Dies wird die Motivation der Männer und Frauen noch mal steigern. Und es ist ein Zeichen des Respekts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus müssen wir aber auch weitere Bedürfnisse der Soldatinnen und Soldaten im Auge behalten. Und auch hier insbesondere der Frauen. Diese Bedürfnisse müssen stärker in den Fokus gerückt werden. Denn Sie stellen zu Recht fest, Frau Högel, dass die Strukturen der Bundeswehr auf männliche Soldaten ausgerichtet sind. Es dienen immer noch nur knapp 13 Prozent Frauen in der Bundeswehr. Also müssen wir uns auch hier gemeinsam als Abgeordnete Gedanken machen, wie wir den Dienst in der Bundeswehr für Frauen attraktiver machen können. Zum Beispiel müssen Dienst- und Familienpflichten kombinierbarer werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein großes Thema in der aktiven Truppe, aber auch bei den Reservistinnen und Reservisten. Sie müssen viele Verpflichtungen miteinander koordinieren, zwischen ihrem Beruf, ihrer Familie und dem Reservistendienst. Auch Ihnen danke ich ausdrücklich für Ihr Engagement, gerade in der Fluthilfe oder auch in der Pandemie. Ihre Rolle für die Landes- und Bündnisverteidigung wird in diesen Zeiten wieder zentral für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Im Verteidigungsfall müsste eine große Zahl Reservisten herangezogen werden. Wir reden hier von mehreren 10.000. Doch die Software dafür, die diese Mammutaufgabe stemmen soll, stammt aus den Zeiten des Kalten Krieges. Die Digitalisierung im Personalwesen muss also schneller und flexibler gestaltet werden und kann sich nicht an die normalen Beschaffungswege halten, die mittlerweile mehrere Jahre dauern können. Bis dahin ist eine Implementierung bzw. die IT der Implementierung schon längst überholt. Und das ist nur eine der Widrigkeiten, der unsere Soldatinnen und Soldaten teilweise ausgesetzt sind, wie wir in dem Bericht nachlesen können. Und umso bemerkenswerter ist es, wie selbstverständlich und höchst motiviert sie immer wieder Außerordentliches leisten. Und dafür gilt Ihnen unser aller Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, strengen wir uns gemeinsam an. Ziehen wir gemeinsam Lehren aus diesem Bericht und sorgen dafür, dass Motivation und Freude am Dienst für unser Land stärker gewürdigt werden, indem wir die Belange der Truppe auch künftig stärker respektieren. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sarah Nanni. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, zunächst möchte ich der Wehrbeauftragten und dem ganzen Team für ihre Arbeit danken. Der Bericht und dieses kontinuierliche am Puls der Truppe sein sind eine sehr wichtige Unterstützung unserer parlamentarischen Arbeit.
Der Bericht zeigt, die Mehrbelastung der Truppe im letzten Jahr war enorm. Im Rahmen der Amtshilfe haben SoldatInnen viel auch das getan, was eben nicht zu ihrem Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung gehört. Im Impfzentrum, im Gesundheitsamt, im Alten-, in Pflegeeinrichtungen haben sie im Rahmen der Pandemie überall dort Hand angelegt, wo es nötig war. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, manche Kommunen sind mit der Bereitschaft zur Amtshilfe verantwortungsvoller umgegangen als andere. Und auch in der Flutkatastrophe im Juli 2021 mit ihren verheerenden Folgen für so viele Menschen waren SoldatInnen im Einsatz. Sie bauten Brücken, halfen Bäume und Trümmer aus Flussbetten und von Straßen zu räumen. Die SoldatInnen haben hier Enormes geleistet. Sie haben den Dank der Bevölkerung direkt gespürt. Und ich denke, ich spreche für das ganze Haus, wenn auch ich hier Danke sage. Danke sagen reicht aber nicht. Das zeigt der Bericht, liebe Frau Wehrbeauftragte. Und ich habe es auch selbst erfahren, als ich Ende Dezember letzten Jahres in Ruckla die Truppe bei der Enhanced Forward Presence Battle Group besucht habe. Dort habe ich mit Soldaten gesprochen und sie erzählten von ihrer Arbeit, die schon damals in einem sicherheitspolitisch sehr angespannten Umfeld stattfand. Und auch über ihre persönliche Ausstattung im Einsatz haben sie gesprochen. Und auch darüber, dass die Ausstattung nicht immer angemessen ist. Sie beschaffen sich in der Konsequenz das ein oder andere Teil, auch nicht alles ganz billig, selber. Und die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und auch wenn wir Einsätze wie in Ruckla nicht mandatieren, wir sind doch verantwortlich, wenn die Truppe unzureichend ausgestattet ist. Wenn der Sold, der ordentlich, aber nicht üppig ist, teilweise dafür draufgeht, dass man erstmal die persönliche Ausstattung so vervollständigen muss, dass man seinen Auftrag optimal erfüllen kann. Das muss doch anders gehen. Und ich bin, liebe Frau Ministerin, auch optimistisch, dass es anders gehen wird. Ich bin der Ministerin und auch dem Generalinspekteur sehr dankbar, auch dem Haushaltsausschuss natürlich, dass Sie als eine der ersten Entscheidungen in dieser Wahlperiode ganz klar gemacht haben, es wird kein Soldaten, keine Soldatin mehr an persönlicher Ausstattung mangeln. Das ist nicht nur ein wichtiges Signal, das hat was mit Respekt zu tun. Und Respekt heißt so viel mehr. Und da bleiben wir weiter in der Pflicht. Ihr Bericht, 176 Seiten sind es, sind Hausaufgaben für das BMVG, aber auch für dieses Haus. Respekt heißt aber auch, dass Frauen in der Bundeswehr selbstverständlich sind und Sexismus geächtet wird, dass Menschen unabhängig von Religion, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, Hautfarbe oder Biografie alle gleich behandelt werden. Und es heißt auch, dass Kameradschaft nicht denjenigen, dass die Kameradschaft, und es heißt auch, dass die Kameradschaft nicht derjenige gefährdet, der rechtes Gedankengut anprangert, sondern derjenige, der es in die Truppe trägt. Respekt heißt auch, dass wir im Parlament sehr genau prüfen, in welche Einsätze wir unsere SoldatInnen mit welchem Auftrag entsenden und dass wir diejenigen, die mit seelischen und körperlichen Wunden zurückkommen, gut versorgen. Das ist insbesondere mit Blick auf das Ende des Afghanistan-Einsatzes, es wurde hier mehrfach angesprochen, ein großes Thema, dem wir uns noch mehr widmen möchten. Liebe Wehrbeauftragte, 2.606 persönliche Eingaben, 3.967 Vorgänge insgesamt haben Sie und Ihr Team im letzten Jahr ausgewertet. In zahlreichen Besuchen bei der Truppe haben Sie zugehört und haben sich ansprechbar gezeigt. Danke, dass Sie Ihre Arbeit so gewissenhaft machen, damit wir unsere Arbeit gewissenhafter machen können. So, und jetzt muss ich noch ein paar Dinge klarstellen. Frau Nastic, ich finde es unangemessen, dass Sie der Wehrbeauftragten hier unterstellen, Ihren Auftrag nicht gerecht zu werden. Der Bericht zeigt das Gegenteil und Ihre Unterstellung ist infam. Und an die Union nur eine Frage. Sie haben ja wichtige Herausforderungen angesprochen. Wo waren denn die Parlamentarier der Union die letzten 16 Jahre? Zu Ihnen komme ich noch. Die AfD ruft da rein, der erste Mann, der gedient hat. Sie haben Gnauk in den Bundestag gerettet, weil er in der Truppe keine Perspektive mehr hatte. Das ist doch die Wahrheit. Und wissen Sie was? Für Kameraden wie Sie schämt man sich in der Bundeswehr.
Reden der AfD entlarven Sie. Niemand, der dieses Land und diese Werte, dem dieses Land und diese Werte am Herzen liegen, biedert sich einem Autokraten wie Putin so an, wie Sie das regelmäßig in diesem Haus tun. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat Herr Gnauk das Wort zu einer persönlichen Erklärung. Ja, sehr geehrte Frau Nanni, weil Sie mich ja persönlich angesprochen haben, nicht die AfD hat mich in den Bundestag gehievt oder gerettet. In meinem Wahlkreis habe ich das zweitstärkste Ergebnis geholt mit über 20% der Direktmandatsstimmen. Ihr Kandidat, Herr Kellner, landete bei 3%. Die Bürger des deutschen Volkes haben mich hier reingewählt und nicht die AfD hineingehievt oder gerettet. Das muss mal klargestellt werden. Vielen Dank. Ich rufe auf den nächsten Redner für die FDP-Fraktion, Alexander Müller. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Högel, ich darf Ihnen zuerst für Ihren engagierten Einsatz für unsere Soldatinnen und Soldaten danken. Mit Ihrem Bericht legen Sie wieder die Stellen offen, an denen die Politik im Obligo ist. Die Probleme der Truppe abzustellen. Es ist ein ganz wichtiges Papier, eine Art Checkliste, würde ich als Berufspilot sagen, die wir in diesem Haus abzuarbeiten haben. Ihr Bericht 2021 geht ausführlich ein auf das Ende des Afghanistan-Einsatzes, eine Zäsur in der Geschichte der Bundeswehr. Afghanistan war der intensivste und der verlustreichste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Der Bericht ist erneuter Anlass zum Gedenken an die 59 Soldatinnen und Soldaten, die aus diesem Einsatz nicht wieder lebendig nach Hause gekommen sind, und auch an die vielen körperlich und seelisch Verwundeten, für deren Fürsorge wir hier als Parlament in der Schuld stehen. Wir danken heute allen unseren Soldatinnen und Soldaten, die weltweit für uns den Kopf hinhalten, um unsere Aufträge zu erfüllen und Frieden in der Welt abzusichern. Und jetzt kommen wir mal kurz zu den Zahlen. Der Kollege von der AfD sprach eben von seinen Millionen Wählern. Beim Bundeswahlleiter kann man es ja sehr genau nachvollziehen. Es waren 26.000. Da sind also ein paar Nullen wohl durcheinander geraten. Aber auch über die CDU muss man sich doch heute wundern, weil beide Rednerinnen, und das ist ja schon fast vergnügungssteuerpflichtig, es ist aus dem Finanzministerium keiner da, der mit dem Hut rumgehen könnte, aber das war schon unterhaltsam. Also die Union hatte in der mittelfristigen Finanzplanung der letzten Bundesregierung, waren für dieses Jahr 46 Milliarden und ein paar zerquetschte vorgesehen gewesen. Wir als Ampel haben 50 Milliarden auf den Tisch gelegt und dann kritisieren Sie und jammern noch rum. Und dann kommt das Sondervermögen. Und da stehen Sie ja auch nicht, da wissen Sie ja auch nicht, was Sie wollen. Also der Fraktionsvorsitzende Merz hat angekündigt, 75 Stimmen will er uns gönnen für die Grundgesetzänderung mit den 100 Milliarden und der Rest stimmt dann irgendwie anders. Also das heißt, Sie sind entweder in der Union tief gespalten oder Sie wollen hier taktische Spielchen spielen. Und das ist unangemessen, wenn es um das Wohl unserer Soldatinnen und Soldaten geht. Das ist kein staatspolitisches Handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern haben hier mehrere Redner verlangt, dass wir die Ukraine nicht weiter bei der Selbstverteidigung unterstützen sollten, dass wir Putin nicht weiter stören sollten, wenn er die Bevölkerung dort auslöscht. Die Stammtischformel, wer Waffen liefert, befeuert immer den Krieg, die stimmt nicht. Viele von uns, die geglaubt haben, man könnte ohne Waffen oder Abschreckung dauerhaften Frieden haben, sind in diesem Jahr in der Realität aufgewacht. Wladimir Putin beeindrucken keine Gespräche. Ihn interessiert doch das Völkerrecht nicht. Und geschlossene Verträge interessieren ihn auch nicht. Seine Gegner bringt er einfach um. Wir sind hier in Deutschland Zeuge dabei. Einen Aggressor stoppen wir nicht mit einem Sitzkreis und ausgiebige Diskussion. Das haben fast alle mittlerweile verstanden. Einen Aggressor beeindruckt nur wirksame Abschreckung. Oder ich zitiere ein gutes Zitat meiner Kollegin Strack-Zimmermann, Verhandlungen, aber mit sichtbarer Hand am Colt. Unsere Abschreckung ist eine starke Bundeswehr. In der Ukraine verteidigt sich gerade die freie Welt gegen den Neoimperialismus. Erst wenn Freiheit, das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, faire Gerichtsurteile, Meinungsfreiheit, wenn das plötzlich nicht mehr vorhanden ist, dann erkennen wir deren Wert. Die Bundeswehr ist unser Garant für genau diese freiheitlichen Werte. Und ich bin froh und dankbar, dass die Bundeswehr jetzt auch verstärkt neue Bewerberinnen und Bewerber bekommt, weil sie den Sinn stiften kann, den viele junge Menschen aus ihrem künftigen Beruf ziehen wollen.
Jede unserer Soldatinnen, jeder Soldat riskiert seine körperliche Unversehrtheit und dient dafür, diese, unsere Art zu leben, zu verteidigen. Ich bin allen dafür sehr dankbar und deswegen sollten wir noch wesentlich mehr leisten für den Respekt, den die Truppe sich verdient. Und zu diesem Respekt gehört eine anständige Ausrüstung, eine materielle Ausstattung, die diese Regierungskoalition jetzt nachhaltig und glaubwürdig bereitstellt. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Florian Hahn. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat der Kollege Christian Petri leider den Saal verlassen, aber ich möchte mal sagen, also ich habe das eher als einen kameradschaftlichen Hinweis vom Kollegen Petri verstanden, an den Kollegen Knauk, aber das sei nur so noch vorweggestellt. Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, vielen herzlichen Dank für Ihren 63. Bericht, nicht Ihren, sondern den 63. Bericht des Wehrbeauftragten, des Hilfsorgans des Deutschen Bundestages. Und vielen Dank, dass Sie einmal mehr den Finger in die Wunde gelegt haben und wieder sozusagen eine Mängelliste in Form dieses Berichtes vorgelegt haben, was den Zustand der Ausrüstung, Ausstattung etc., aber auch die sonstigen Angelegenheiten unserer Soldatinnen und Soldaten angeht. Und auch wenn Sie nicht zuständig sind für die gesamte Bundeswehr, sondern nur für die 184.000 Soldatinnen und Soldaten, möchte ich einfach, weil sonst auch das ein bisschen oft untergeht, möchte ich auch sagen, dass nicht nur die 184.000 Soldatinnen und Soldaten eine tolle Arbeit und Leistung ablegen, sondern auch alle zivilen Mitarbeiter, die für und bei der Bundeswehr arbeiten. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Frau Wehrbeauftragte, Sie haben in Ihrer Rede viele wichtige Punkte angesprochen. Sie haben beispielsweise auch wieder auf die Amtshilfe rekrutiert. Und da möchte ich sagen, ja, es ist gut, dass die Amtshilfe jetzt beendet wurde oder in weiten Teilen beendet wurde. Aber ich will sagen, wir sollten nicht nur feststellen, dass es richtig ist, dass sie beendet wurde, sondern wir müssen mit Blick darauf, was in diesen 2 Jahren Amtshilfe allein für das Thema Corona, was an Ausbildung nicht geleistet werden konnte, was an Problemen dadurch bei der Bundeswehr tatsächlich auftritt, sollten wir jetzt auch den Hinweis loswerden, und zwar an Bund, an Länder und an die entsprechenden Institutionen, die eigentlich für diese Aufgabenerfüllung zuständig gewesen wären, jetzt die Lehre daraus zu ziehen und diese Strukturen für die Zukunft aufzubauen. Denn wir werden das tatsächlich nicht noch mal in diesem Ausmaß leisten können. Und das müssen wir denjenigen, die dafür verantwortlich sind, auf allen Ebenen auch ins Stammbuch schreiben. Frau Wehrbeauftragte, Sie haben beim Thema Ausrüstung, Ausstattung auch wieder einmal auch hier den Finger in die Wunde gelegt. Und es ist richtig, dass wir hier viele Defizite haben. Und darüber diskutieren wir ja schon jetzt munter seit vielen, vielen Wochen. Und das wird auch sicherlich noch ein paar Wochen so weitergehen. Wichtig ist, dass wir aber tatsächlich natürlich zu einem Punkt kommen und tatsächlich Verbesserungen erreichen. Ich komme da noch dazu. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich das Thema Beschaffung und Organisation von Beschaffung. Und wir brauchen hier weniger Bürokratie, wir brauchen schnelleres Vorgehen, schnellere Entscheidungen etc. Und deswegen war ich sehr positiv gestimmt, als bei den ersten Äußerungen im Amt die Bundesministerin angekündigt hat, hier beim Thema Beschaffung dann Schwerpunkt ihrer Arbeit draufzusetzen. Und dann wurde kurz danach berichtet, freudestrahlend, dass man jetzt also schon mal bei der Anhebung der unterschwelligen Beschaffung jetzt von 1.000 auf 5.000 Euro geht. Und dann wurde noch berichtet, dass man jetzt in Zukunft noch mehr oder öfters die Möglichkeit nach europäischem Recht nutzen möchte, auch ohne Ausschreibung zu beschaffen. Punkt. Aber das war es bisher. Ich will nur sagen, das ist nicht der Durchbruch, wenn wir darüber reden, wie wir tatsächlich Beschaffung tatsächlich besser organisieren wollen und der Truppe tatsächlich schneller und effektiver das an die Hand geben wollen, was sie tatsächlich braucht. Hier braucht es mehr Alarm, Frau Bundesministerin, und das erwarte ich. Und wenn ich Sie sagen, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden ein Booster ist, dann will ich nur sagen, passen Sie auf, dass dieser Booster nicht zum Rohrkrepierer wird.
Und wir stehen dem Sondervermögen deswegen, so wie Sie es jetzt wollen, so kritisch gegenüber, weil Sie nämlich erst, weil Scholz erst angekündigt hat, er möchte gerne 100 Milliarden plus das 2-Prozent-Ziel, und daraus wurde jetzt 2% minus 100 Milliarden. Und das werden wir so nicht mittragen können. Denn wir werden dann eins erleben, dass, wenn wir der Meinung sind heute, dass in der Vergangenheit die Bundeswehr unterfinanziert war, strukturell unterfinanziert, dann werden wir das, wenn dieser Strohfeuer 100 Milliarden verbraucht ist, genau dort wieder landen, wenn wir bis dahin die Finanzlinie nicht auf die 2% NATO-Ziel gebracht haben. Und das wissen Sie, und deswegen werden Sie sich auch diesen Vorwurf gefallen lassen müssen. Machen Sie aus diesem Sondervermögen nicht wirklich einen Booster und nicht ein Strohfeuer, und geben Sie der Bundeswehr, was sie braucht, nämlich 2% NATO-Ziel, und zwar für nicht nur jetzt und dieses Jahr, sondern für die nächste Dekade. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dirk Vöpel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte Dr. Högel, dem Dank an Sie und Ihr gesamtes Team kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Für alle, die sich einen Überblick über die aktuellen Themen in der Bundeswehr verschaffen möchten, ist der Bericht der Wehrbeauftragten eine unverzichtbare Lektüre. Verständlich und mit vielen anschaulichen Beispielen muss man kein Fachpolitiker sein, um in die großen und kleinen Probleme unserer Parlamentsarmee einzutauchen. Das Amt der Wehrbeauftragten in Deutschland ist weltweit einzigartig und auf das besondere Verhältnis von Bundestag und Bundeswehr zurückzuführen. Und es ist der Bundestag, der über die Einsätze unserer Soldatinnen und Soldaten entscheidet, der sie ausstattet und ausrüstet und der eine besondere Verantwortung für alle Angehörigen unserer Streitkräfte trägt. Der Jahresbericht zeigt eindrucksvoll auf, was unsere Soldatinnen und Soldaten im letzten Jahr geleistet haben. Von der Amtshilfe im Kampf gegen Corona und der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe über die Einsätze im Rahmen unseres internationalen Engagements bis hin zur Evakuierungsmission in Afghanistan. Zum Teil ohne große Vorlaufzeiten und mit hoher Einsatzbereitschaft waren unsere Soldatinnen und Soldaten auch im vergangenen Jahr stets zur Stelle und packten dort mit an, wo sie gebraucht wurden. Dass die Bundeswehr Amtshilfe leisten kann, ist spätestens seit der geleisteten Unterstützung im Gesundheitsbereich allen bekannt. Hier waren bis zu 19.000 Soldatinnen und Soldaten gleichzeitig im Einsatz. Amtshilfe darf aber nicht zur Daueraufgabe werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kernauftrag der Bundeswehr ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Und um diesen Auftrag erfüllen zu können, braucht sie gutes Personal und Material. Das Bundesministerium der Verteidigung strebte zuletzt in seiner mittelfristigen Personalplanung bis 2027 eine Personalstärke von rund 203.000 Soldatinnen und Soldaten an. Mit Stand vom 28. Februar 2022 leisteten fast 184.000 Frauen und Männer ihren Dienst bei der Bundeswehr. Das ist eine Differenz von fast 19.000. Da haben wir also noch große Aufgaben vor uns. Positiv festzuhalten ist zunächst, dass es der Bundeswehr gelungen ist, trotz pandemiebedingter Einschränkungen einen Personalbestand von 99,8% des Vorjahresniveaus zu halten und die Neubewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr weiter zu steigern. Auch die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf Zeit mit einer langen Verpflichtungszeit von 15 Jahren oder mehr ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Um die Personallücke zu schließen, muss die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeberin weiter gesteigert werden. Um das zu erreichen, sind weiterhin erhebliche Anstrengungen nötig. Die im Jahresbericht geschilderten Probleme bei der Vereinbarkeit von Dienst und Familie, notwendige Verbesserung der Rahmenbedingungen beim Laufbahnwechsel und die Reduzierung unbesetzter Dienstposten will ich hier nur exemplarisch nennen.
Wenn die Bundeswehr neues Personal finden und dauerhaft halten möchte, spielt gute Ausstattung eine elementare Rolle. Über die Defizite bei der Einsatzbereitschaft von Großgeräten haben wir in letzter Zeit bereits ausführlich diskutiert. Vom Anspruch Train as you fight ist die Bundeswehr immer noch viel zu weit entfernt. Bei der persönlichen Bekleidung und Ausrüstung gab es positive Entwicklungen. Vielen Dank, Frau Ministerin Lambrecht, dass Sie gerade in diesem Bereich einen ersten Schwerpunkt gesetzt haben, mehr und schneller. Schon 2025 wird die aktive Truppe mit der lange geforderten persönlichen Schutzausstattung ausgestattet sein, 6 Jahre früher als ursprünglich geplant. So kann und muss es weitergehen. Die zahlreichen Berichte über den schlechten Zustand von Unterkünften, Sanitäreinrichtungen, Sportstätten und anderen Gebäuden sind jedoch beschämend. Selbst wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, so scheitert es bisher, und das teilweise seit Jahren, an der Umsetzung vieler Bauvorhaben. Es ist höchste Zeit, die Probleme mit den Bauverwaltungen der Bundesländer zu lösen. Die Werbeauftragte hat hierzu einen Appell an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gerichtet, den ich noch einmal deutlich unterstreichen möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Werbericht zeigt deutlich, auch wenn es im letzten Jahr viele positive Entwicklungen gegeben hat, bis zu einer vollumfänglichen Ausstattung unserer Bundeswehr in allen Bereichen haben wir noch einen weiten Weg. Nun gilt es, das geplante Sondervermögen schnellstmöglich und effektiv auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache und bedanke mich noch einmal bei der Werbeauftragten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 900 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich Sie über Folgendes informieren. Die Abgeordnete Beatrix von Storch hat fristgerecht Einspruch eingelegt gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf. Vizepräsidentin Pau hat dem Einspruch unter Verweis auf ihre bereits in der gestrigen Sitzung erfolgten Erläuterungen, insbesondere in Bezug auf das bestehende Fotografierverbot im Plenarsaal, nicht abgeholfen. Der Einspruch wird als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 9 nach dem Tagesordnungspunkt 24, das ist gegen ca. 13:20 Uhr, aufgerufen. Ich rufe